Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantomkristall. So, wir sind immer noch in dieser, ich habe den Namen wieder irgendwie vollkommen verpeilt, Yggdrasil in der Eingangshalle. Jetzt sind wir bei dem Höhlenpfad selbst und wollen mal gucken, was uns hier so erwartet. Ja, mal gucken, ich bin echt gespannt. Willst du durch das Loch klettern? Ja, natürlich. Ich glaube, wir werden da mal durchkriechen. Mal sehen, was sich auf der anderen Seite befindet. Interessant. Wir sind in ein richtiges Höhlenkonstrukt hineingegraten. Wasser. Da oben habe ich schon Lava gesehen. Wo sind wir hier? Das war doch schon wieder ein Dimensionssprung, oder? Wir sind durch die Dimension gereist. Na genau, das hat uns auch der Footballer eben gerade gesagt. Diese Dimension wurde vom Schöpfer erschaffen, wie er gesagt hat. Hier gibt es zwei Wege. Nach links und nach rechts. Da hinten gab es noch einen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach links. Im Bergespfad sind wir nun. Okay. Dieser Stein bewegt den anderen. Hier geht's nicht lang. Müssen wir vielleicht da hoch? Ne, wie kommen wir denn da hoch? Ja, es ist schön, dass dieser Stein einen anderen Weg hat. Wie kommen wir denn da hin? Dieser Stein. Haben wir Stärke nicht gehabt? VM Stärke haben wir nicht. Vielleicht schauen wir uns doch erstmal die andere Seite an. Wieder zurück in der Bergkammer. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite irgendetwas. Nee, hier war mal falsch. Hier oben ging es irgendwo lang, genau. Okay. Der mittlere muss nach oben, der obere nach unten. Und der untere in die Mitte. Also nochmal mittlere nach oben, der obere nach unten. Also einmal nach oben rutscht alles quasi und der obere muss halt unten rum. Okay. Aha. Oh. Ja, das kommt aber, wenn man den Mikrofonständer nicht richtig fixiert hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu laut. Also, wir bewegen alle Steine gleichzeitig. Der mittlere muss nach oben. Der obere muss nach unten. Das heißt, wir müssen... Ist mal so. Also, der muss nach ganz, ganz unten. Okay. Zack. Aha. Jetzt können wir alle ein nach oben versetzen. Versuchen es jetzt mal hier rüber. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das hier hinrichten soll. So, dann sind die beiden schon mal auf der richtigen Ebene. Aber wie bekomme ich den jetzt? So. Also ich habe da schon so einen Plan. Das war einer zu viel, glaube ich. Hm,
Ah, jetzt habe ich es verhunzt. Ich glaube, solche Schieberätsel sind nicht so ganz mein Ding. So, der muss ein weiter vor ihm sein. Das klappt so nicht, wie ich will. Nee, das klappt definitiv so nicht. So, ist ja an sich gar nicht mal so verkehrt. So ist das, glaube ich, korrekt. Jetzt müssen wir ihn nur noch da reinfädeln. So. Jawoll, ja. Und da haben wir einen Gang geöffnet. Okay, weiter geht's. Jetzt ist es ziemlich kalt hier draußen. Eiseskälte. Und das in einer anderen Dimension. Was machen wir hier eigentlich? Hier geht's nicht weiter. Die Musik spricht eigentlich schon für sich. Mysteriös und... Oh, Zertrümmerer. Ja, ein Pokémon könnte ihn bestimmt zur Seite bewegen, aber... Wir haben keinen... Stärke? Brauche ich hier Stärke? Wir haben doch kein VM-Stärke, oder? Wir haben hier VM-Blitz, wir haben zwar Trümmerer, wir haben aber keine Stärke. Ich hoffe, wir kriegen das vielleicht hier drin, die Stärke. Auf jeden Fall müssen wir einmal von da oben kommen. Da müssen wir wahrscheinlich das andere Rätsel lösen, was auf der linken Seite war. Versuchen wir uns doch direkt mal dran. Das war nämlich... hier das Loch. Hier ging es irgendwo weiter. Ja. Okay. Also wir machen folgendes. 1, 2 runter, rechts, runter, rechts, runter, rechts. Also erstmal 2 runter. Hat das... Ah, perfekt. Er bewegt sich tatsächlich. Ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. So. Ja. Okay. Ja. Okay, alles klar. Ich habe verstanden, was wir hier zu tun haben. So, wie sieht es jetzt aus? Links hoch, links hoch. Links hoch, links hoch, 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 hoch. Jetzt kommt 2 nach rechts, dann runter. Dann rechts runter, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt? Rechts runter, 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 runter. Also rechts. Dann kommt sie da an. Erstmal ein paar Mal hoch, dann wieder links ein paar Mal, hoch ein paar Mal. Ich meine rechts ein paar Mal. So, jetzt müsste er da irgendwo oben rechts in der Ecke sein. Mhm. Jetzt geht's wieder runter. So, und jetzt ist das eine Kleinigkeit, weil jetzt sehen wir die Kugel wieder komplett. Und haben damit schon mal den Gang hier geöffnet, ja. Und sind jetzt wieder außerhalb des Berges, außerhalb der Höhle. In der Gletscherebene hier. Ja, da werden wir wohl die andere Seite mit dem Zertrümmerer hier kaputt machen können. Wenn wir jetzt Stärke hätten,
wäre das sicher einfacher. Wir haben keine Stärke, wir kommen hier nicht durch. Das gibt's doch nicht. Jetzt hängen wir hier fest, oder was? Wir brauchen Stärke. Okay. Also wie ihr seht, Leute, wir kommen hier ohne der VM-Stärke nicht weiter. Das ist jetzt mega doof. Ohne die VM-Stärke kommen wir hier nicht weiter. Ich dachte, wir haben VM-Stärke schon. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich VM-Stärke herbekomme. So ein Mist. Jetzt haben wir den weiten Weg hierher gemacht und haben keine Stärke. Ich befürchte, wir müssen zurück. Denn ohne die VM-Stärke kommen wir hier definitiv nicht weiter. Was machen wir da? Wo kriege ich jetzt VM-Stärke her? Ich will mich natürlich einerseits jetzt nicht spoilern lassen, aber andererseits... den weiten Weg jetzt... Moment. Achso. Ein Pokéball. Wäre jetzt natürlich ein Witz gewesen, wenn das Stärke gewesen wäre. Ich bin ja eigentlich kein Freund des Spoilerns. Aber wenn jemand eine Ahnung hat, wo ich Stärke finde, dann versucht das mal bitte in die Kommentare zu posten. Es sei denn... es wird etwas komplett Neues gezeigt, neues Gebiet gezeigt. Dann schreibt es mir bitte per PN. Weil sonst wird irgendwer anders gespoilert. Ich selbst kenne es ja eigentlich soweit schon, aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich Stärke herbekomme. Also wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare und hilft mir mal bitte aus, wo ich jetzt Stärke auf die Schnelle herkriege, damit wir da weiterkommen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja gut, dann muss ich jetzt wohl den Part hier beenden. Ich schaue nochmal selbst nach, ob ich das jetzt irgendwo mal finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich Stärke letztes Mal gefunden habe. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich dann auf dem Weg zur Stärke, von Stärke wieder zurück und dann wieder da rein, sodass wir das erledigen können. Also man sieht sich bis dahin. Tschüss.